Ja, sind wir bei Brasilien gegen Kroatien, der Gastgeber, natürlich der große Favorit. Die Kroaten haben uns aber immer wieder gezeigt, dass auch sie klasse Fußball spielen. Sie drücken auch gleich aufs Tempo und versuchen. Der Ball war drinnen. Brasilien durch ein Weitschusstor in Führung gegangen. Mund abwischen, weitermachen. Man hat es nicht anders erwartet. Im Leben wie im Fußball kommt man nicht weit, wenn man nicht weiß, wo das Tor ist. Jetzt ein Tempo-Gegenstoß der Kroaten. Wenn man ein 0:1 kassiert, dann ist ein 0:0 nicht mehr möglich. Ball zirkulieren lassen und die Brasilianer können sie wieder befreien und gehen als Sieger vom Platz. Brasilien wird der Favoritenrolle gerecht.